Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur vierten Dashcam-Folge hier auf meinem Kanal. Ich bin im Urlaub gewesen und gerade auf seinem Heimweg und was soll ich sagen, es gibt einfach tatsächlich Linksverkehr in Deutschland. Absolut komisch, dass man in der Ausfahrt wenn man gerade da denkt, ist kann er noch mal. Yay. Ist die Abfahrt einfach links. Auch schön. Ja, würde ich mal sagen. Unser zweiter Clip für heute heißt Radfahrer auf Abwegen. Und zwar pendelt der Radfahrer hinter mir seit ungefähr 10 Minuten immer von links nach rechts und ich kann halt nicht schneller fahren, weil vor mir bereits ein Tiertransporter fährt. Naja, dem Radfahrer war das irgendwie doch zu langsam, obwohl wir hier 30 bis 50 km/h schnell gewesen sein müssen. Und nach einer geraumer Zeit ist ihm das so gemein, dass er einfach das ansetzt zum Überholen. Wir bedenken dabei, dass die Fahrbahn nass ist, der Bremsweg sich dadurch vielleicht verlängern kann und es ihn absolut nicht juckt. Ja, danke. Hier wurde mir einfach direkt mal die Vorfahrt genommen und nicht geschaut. Danke dafür. Über den nächsten Clip kann ich mich direkt wieder richtig aufregen und zwar ist das wieder absolut unnötig. Wir fahren hier in einen Ort hinein, beziehungsweise gleich aus einem Ort wieder raus und wir sehen jetzt hier rechts schon mal diesen BMW stehen, der hier schön auf der Parkfläche parkt. Und keine 10 Meter nebendran, jemand, der es nicht kapiert hat. So, wieder nasse Spur, irgendwie haben wir es heute mit den nassen Autobahnen. Wir fahren jetzt hier über eine Bundesstraße und der vor uns fährt hier schon richtig dicht auf und drängelt. Man sieht es ja an seinen Rücklichtern, dass er immer wieder abbremsen muss. Irgendwann ist ihm das jetzt allerdings zu blöd und er überholt einfach wieder direkt unnötig in der Kurve. Naja, wie auch immer. Der nächste Clip ist immer ein bisschen zum Schmunzeln und zwar fahren wir hier in einem Ort bzw. in einem Industriegebiet und rechts vom Straßenrand sind immer Parkbuchten angezeichnet. Wer sich hier nicht auskennt, könnte gleich einen Lacher kassieren und zwar ist das eine einspurige Bahn. Das heißt, es gibt nur eine Fahrbahn und rechts davon sind eben die Parkplätze markiert. Der rechts von uns wird jetzt hier eine Weile stehen bleiben dürfen. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Die linke Spur geht jetzt weiter, aber das weiße Auto, was da steht, parkt er natürlich. Tja. Hier versteht man jemand wieder nicht, wie Kreisverkehre funktionieren. Man fährt rein, wenn die Bahn frei ist. Das hat der LKW-Fahrer hier allerdings wieder maßlos unterschätzt. Ortsfremde Menschen können schon mal ein paar Fehler machen. Kommt bei uns sicherlich auch öfters vor. Was ich wieder gar nicht verstehen kann, ist hier diese Kinder mit dem E-Scooter und der eine dem Hintergrund geht mir besonders auf den Keks, wenn ich das sehe, weil er einfach gefühlt dieses Ding nicht unter Kontrolle hat und einfach nur irgendwelchen Schwachsinn macht, zumal auch hier die Straße wieder nass ist. Tja, apropos nass, wir fahren hier wieder in eine spezielle Kreuzung bzw. einen speziellen Kreisverkehr, den man umfahren kann, wenn man nicht abbiegen möchte. Der andere hier links von uns dachte sich so, yo, nehmen wir einfach direkte Chancen überholen. Kann man machen, muss man aber nicht. So, der nächste Clip, endlich mal wieder trockene Straße, allerdings trotzdem Pech für den einen Audi, der jetzt gleich links von uns am Straßenrand stehen wird. Es ist eine zweispurige Auffahrt und eine einspurige Abfahrt. Tja, wir werden jetzt gleich hier den Audi sehen und ein paar Meter dahinter auch das Warndreieck, was man übrigens auch weiter nach hinten setzen kann. Tja, so, jetzt blinkt dieser Audi hier und wo sind die Menschen? Richtig, diese Menschen haben die komplette dreispurige Bahn überquert und sitzen jetzt zwischen den beiden Leitplanken rechts von uns. Nochmal hier im Slow-Mo, dass man es auch richtig erkennen kann. Also links von uns der Audi, hinter dem Bus, vor dem anderen BMW jetzt hier links das Warndreieck aufgeploppt und jetzt eben rechts von uns die beiden Personen, die offenbar zu diesem Auto gehören müssen. Warum man nicht links hinter der Fahrbahnplanke sein kann, keine Ahnung. So, mal hier wieder ein bisschen was Unspektakuläres. Ein LKW-Fahrer unterschätzt natürlich die Ampelzeit und fährt dann eben bei Rot. Kommt schon mal vor. Was soll's? Gibt Schlimmeres.
Hier haben wir mal ein paar tierische Begleiter und zwar ist die Frage, ob ihr die jetzt sehen könnt. Also ich habe mindestens 8 gesehen. Und bei euch? Leute, habt ihr sie gesehen oder habt ihr nur ich gesehen? Hier nochmal ein paar im Slow-Mo. 2 vorne und hinten 4. Und weiter vorne in dem Video würde man auch noch mehr sehen. Das Ganze geht natürlich auch noch eine Ticke schlimmer, und zwar in der Nacht. Hier war jetzt gerade 1, wer hat's gesehen? Schreibt's in die Comments. Was ist das denn, Alter? Du siehst doch keine 50 Meter weit. Du kannst nur erahnen, was du hier hinfährst, Alter. Wir haben hier gar keinen Bock drauf. Ja, kommt bei uns schon mal vor. Gegen die Sonne fahren macht es nur noch schlimmer und tatsächlich sieht die Kamera mehr, als ich damals wirklich gesehen habe. In dem Sinne, ich wünsche euch allen eine schöne, gute Fahrt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.